Schönen guten Nachmittag, nochmal auch von meiner Seite. Danke für die nette neuerliche Vorstellung. Ich bin für alle, die jetzt erst dazugestoßen sind, Mitleidensgenossin von vielen heute hier Anwesenden. Bin ebenfalls echte Freie oder Freie, wie man hier im Hause zu sagen pflegt. Und wir haben heute sehr viele Eindrücke gesammelt, glaube ich. Und ich würde gerne in der Podiumsdiskussion mit Franz C. Bauer starten. Die Gewerkschaft ist nie vor Kritik gefeit. Man kann auch immer etwas besser machen. Inzwischen gibt es auch neue Gruppierungen, die es besser machen wollen, sozusagen. Was plant die Gewerkschaft nach dem heutigen Tag, um die Situation der Freien zu verbessern? Funktioniert das Mikrofon? Ja. Ich glaube, dieser heutige Tag ist ein Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen wir zwei Dinge bewirken wollen. Das eine ist, wir wollen einmal euch, Sie, Kolleginnen und Kollegen, informieren, Information bieten, Service bieten und das Angebot der Gewerkschaft einmal präsentieren. Das zweite ist, wir wollen natürlich vernetzen damit, weil ich glaube, es ist gerade für Freie das Problem, dass sie natürlich dadurch, dass sie außerhalb der Redaktionen stehen, sehr oft, dass der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen unter die Räder kommt. Und das dritte ist, wir wollen natürlich auch motivieren, mit uns gemeinsam zu gehen. Dr. Grünberger neben mir ist aus seiner leidvollen Erfahrung als Verhandler, weiß er, dass wir bei jeder Verhandlung insistieren darauf, dass wir für die Freien was tun wollen. Wir tun das auch. Es wird leider von den Unternehmern nicht immer umgesetzt, wobei wir dann immer leider auch hören, dass wir das ja nicht können, dass wir ja zwar Empfehlungen abgeben können, das tut der Fötz ja auch ganz brav, aber leider halten sich die bösen Mitglieder da nicht immer dran. Also was wir, glaube ich, wollen, ist mit dieser Veranstaltung auch einen Auftakt für eine stärkere Entwicklung in diese Richtung. Wir wollen stärker motivieren, auch die Kolleginnen und Kollegen mit uns zu gehen, um den Druck zu erhöhen, denn die Situation ist tatsächlich unbefriedigend und zwar sie ist umso unbefriedigender, je weiter eine Kollegin, ein Kollege von einer Redaktion entfernt ist. Relativ gut in den Griff bekommen haben wir das Problem dort, wo die Damen und Herren an die Redaktionen angedockt sind. Dort kann man sagen, dass die Honorarsätze gut gehalten werden und dass sehr viele der Grenzfälle im Zusammenhang mit dem neuen Kollektivvertrag auch schon gelöst werden konnten. Es gibt im Wesentlichen zwei Themenkreise, mit denen wir uns hier sehr intensiv beschäftigen müssen. Das eine, ich habe es erwähnt, ist die Abgrenzung. Was ist ein Freier, eine Freie, was hat angestellt zu sein? Es ist ein Abgrenzungsproblem natürlich auch bei den Unternehmern. Welche Unternehmen gehören eigentlich noch in diesen Kollektivvertrag hinein, der letztlich auch die Freien mit einbezieht? Und es ist der zweite große Themenbereich Honorare. Erstens, was kann man tun, um die Honorare weiterzuentwickeln? Und zweitens, was kann man tun, um die bereits abgeschlossenen Honorare auch zur Geltung zu verhelfen? Was kann man tun, damit wir diese Honorare besser durchsetzen? Da gibt es tatsächlich noch einen großen Nachholbedarf. Funktioniert das jetzt? Ich glaube, es funktioniert. Okay. Danke von Gewerkschaftsseite mal für dieses erste Statement. Frau Zehetner, Sie vertreten heute die Wiener Gebietskrankenkasse hier und es ist schon erwähnt worden, auf der Seite ist viel passiert in der jüngeren Vergangenheit, insofern als viele freie Dienstnehmer unter den Journalisten, die schon längst hätten angestellt werden müssen, auf Druck der Gebietskrankenkasse endlich tatsächlich angestellt wurden. Können Sie uns kurz schildern, wie die Erfahrungen diesbezüglich waren und was vielleicht doch noch im Argen liegt? Auch Dankeschön zunächst einmal für die Einladung und für die Vorstellung. Ja, bei der Wiener Gebietskrankenkasse sind derzeit ca. 1,7 Millionen Menschen versichert, darunter auch sehr viele Journalisten, Redakteure und im Medienbereich tätige Personen. Wir haben vor circa 10 Jahren einige Verfahren geführt, weil wir eben eine Prüfkompetenz haben im Rahmen des ASVG und der BAO kommt uns diese zu, auch der Finanz. So werden immer Medienunternehmen überprüft. Wir haben dann noch etliche Verfahren geführt,
die in der Regel dann dazu geführt haben, dass auch über den Verwaltungsgerichtshof dann Dienstnehmereigenschaft festgestellt wurde. Auffallend war für uns, und ich habe etliche Niederschriften auch selber aufgenommen, dass die Personen, die als Journalisten bezeichnet wurden, Redakteure bezeichnet wurden, in einer sehr starken persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeit tätig waren. Die Wiener Gebietskrankenkasse prüft sehr genau und sehr ausführlich durch Befragung aller Teile. Wir haben hier auch Vorortprüfungen vorgenommen bei Verlagen und Zeitungsunternehmen. Wir haben Zeugen befragt, wir haben uns das Ganze vor Ort angeschaut und da eben oft ein Bild bekommen, wo wir gesagt haben, da ist so mancher sehr frei, der ganz selbstverständlich als Dienstnehmer eigentlich angemeldet ist. Wir konnten dann auch in Gesprächen mit den verschiedenen Unternehmen aus der Medienbranche dazu kommen, dass die Leute auch in einem verstärkten Maße angemeldet wurden. Und ich denke auch, derzeit orten wir da, zumindest bei den großen Zeitungsherausgebern und Verlagen, kein Problem. Das funktioniert, glaube ich, recht gut. Auch die Unternehmen, denen ist es sehr, sehr wichtig, diese Rechtssicherheit zu haben, auch im Zusammenhang mit dem Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz, beziehungsweise natürlich kommt es zu einer Umwandlung von selbstständig in unselbstständig, muss ja das Unternehmen, der Dienstgeber sämtliche Beiträge nachzahlen. Das kann, wenn das in einem großen Stil gemacht wird, durchaus existenzgefährdend auch für ein Unternehmen sein. Und davor haben doch etliche oder die meisten Unternehmen doch sehr starke Ängste und Bedenken und gehen dieses Risiko nicht ein. Aber natürlich kann es immer wieder vorkommen, auch jetzt noch, dass Leute vorsprechen bei uns und mitteilen, dass sie aus ihrer Sicht eigentlich in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit tätig sind und in eine Selbstständigkeit gezwungen werden, die sie so nicht sehen. Liebe Alexia, langjährige Kollegin, Freundin, Leidensgenossin, als echte Freie, wie sind deine Erfahrungen an Positivem, Negativem? Bei dir kommt noch hinzu, dass du sozusagen eine einzigartige Doppelgleisigkeit fährst. Was kannst du uns berichten? Also ich bin schon lang journalistisch tätig, seit Anfang der 90er und habe so ziemlich jedes Arbeitsverhältnis kennengelernt, von der freien Honorarmitarbeiterin über die Pauschalistin. Das gab es in den 90ern, da war man dann nicht pensionsversichert, sondern nur selber konnte man sich krankenversichern. Dann war ich angestellt sehr lange in verschiedenen Medienunternehmen. Dann nach der Geburt meiner Tochter, der übliche Knick, sage ich mal, wenn man kein familiäres Netz hat, ging die Vollanstellung nicht mehr. Also habe ich mich entschlossen, freiberuflich tätig zu sein. Das habe ich dann einige Jahre gemacht, ausschließlich freiberuflich zu schreiben für verschiedenste Medien mit einem zunehmend stark inhaltlichen Schwerpunkt, nämlich Judentum. Und die letzten Jahre habe ich eine Mischform. Also ich bin einerseits angestellt bei einem Magazin für 15 Wochenstunden und andererseits schreibe ich frei. Warum ich das jetzt sage oder warum mir das wichtig ist zu sagen, weil das vielleicht die Form, wie ich jetzt arbeite, auch entkräftigt das Argument vieler Freie, die sagen, ich möchte ja gar nicht angestellt sein, weil das nimmt mir die Flexibilität. Ich möchte ja wirklich frei arbeiten können. Die Anstellung für 15 Stunden, wie ich sie jetzt habe, gestaltet sich so, dass ich genau wie für meine anderen Aufträge von zu Hause arbeite, völlig freie Zeiteinteilung habe und einfach nur die Geschichten abliefere und dann Stundenlisten dazu liefere. Das können dann in einer Woche vor Abgabe 40 Stunden sein, in einer anderen Woche gar nichts und das muss sich dann übers Jahr gerechnet halbwegs ausgehen. Warum mir das auch wichtig ist, ist zu sagen, jetzt in Richtung Arbeitgeberseite, das ist auch kein Argument zu sagen, nur weil ich eben nicht den ganzen Tag in der Redaktion bin, dass ich nicht angestellt werde oder nicht zumindest ein freier Dienstnehmer bin. Franz T. Bauer hat im Vorfeld dieses Freitages in einem Interview, das wir geführt haben, gesagt, Journalismus ist nun mal kein Gewerbe. Das hat dann
unter vielen Freien für Aufregung gesorgt, weil man sich eben in dieser Freiheit beschnitten sah. Und ich denke mir aber, er hat schon recht, der Franz Bauer, es ist kein Gewerbe. Es ist eben nichts, wo ich einfach mal meine Freundin oder die Bekannte hinschicken kann, um dieses Interview zu führen. In meinem speziellen Bereich, eben Judentum, da braucht es wirklich jahrelange Aufbauarbeit, da braucht es Kontakte und da braucht es einfach Vertrauen. Ich kann jetzt nicht einmal irgendeinen wirklich netten journalistischen Kollegen hinschicken, weil die Familie, die ich jetzt zum Beispiel porträtieren sollte, die hat nicht das Vertrauen, dass derjenige dann um die Tabus Bescheid weiß und einfach diese Spielregeln kennt, was man automatisch zu schreiben oder nicht zu schreiben hat, einfach auch um religiöse Gefühle zum Beispiel nicht zu verletzen. Und ich glaube, dass das in vielen journalistischen Bereichen so der Fall ist, dass es wirklich ein Spezialwissen braucht und auch ein persönliches Netzwerk. Und daher ist eben Journalismus kein Gewerbe. Was jetzt meine andere Seite betrifft, nämlich die journalistische Tätigkeit auf wirklich freier Basis, wo ich also auf Honorarbasis abgegolten wäre, wenn ich die beiden Tätigkeiten vergleiche, sie unterscheiden sich durch nichts, außer durch das Honorar. Und das ist wirklich eklatant der Unterschied. Und insofern wäre meine Bitte an den FÖZ, wir haben uns alle sehr, sehr gefreut vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren, als endlich dieses niemals ausgezahlte Zeithonorar herausgenommen wurde und dafür der Zeichensatz erhöht wurde. Die Freude war wirklich groß, es war längst an der Zeit, weil wir mit Stundensätzen oft operieren, die wirklich unter einer Putzfrau sind. Wenn ich für ein Interview, das ich führe, eine Stunde Vorbereitung habe, eine Stunde das Interview führe, dann 3 bis 4 Stunden zum Transkribieren brauche, das dann in Reinschrift bringen muss, Wegzeiten dazu rechne, und dann bekomme ich für diesen Artikel 100 Euro bezahlt, dann können Sie sich ausrechnen, was der Stundensatz ist. Das lohnt sich nicht. Auf der anderen Seite sind gerade Freie, so wie ich, die wirklich exklusiv Geschichten bringen. Wir gehen nicht auf die XY-Pressekonferenz und schreiben das, was man auch von einer Agentur bekommt, sondern wir liefern die Inhalte, die eigentlich die Zeitungen dann voneinander unterscheiden. Also wir tragen wirklich zum qualitativen Mehrwert bei. Und daher denke ich mir, dass es wirklich nicht so viel verlangt wäre, das Verhandlungsergebnis, das Gute, das erzielt wurde zwischen Gewerkschaft und FÖZ, auch einzuhalten und die Zeitungen dahingehend zu motivieren, dass diese höheren Zeichensätze ausbezahlt werden. Und eines noch, was nämlich zusätzlich passiert ist, es gibt jetzt ein Tarifblatt, wo ja jedes Jahr bisher auch die Zeichensätze prozentuell angehoben wurden, nachdem diese alten Zeichensätze, die jetzt ausbezahlt werden, auf keinem Tarifblatt mehr draufstehen, heißt das, die sind eingefroren. Das heißt, wir kriegen sogar jedes Jahr noch schlechter bezahlt. Und das, finde ich, ist einfach nicht fair. Danke sehr. Danke für das Statement. Herr Magister Grünberger, Sie wurden ohnehin mit der letzten Aussage persönlich angesprochen. Ich möchte es vielleicht auch noch anders formulieren. Wir waren uns heute relativ einig, dass die Freien den Druck erhöhen wollen, sozusagen. Wir haben vorher lustig gesagt, ziehen wir doch an einem Strang in eine Richtung. Das ist aber auch durchaus ernst gemeint. Ist es möglich, dass wir gemeinsam Qualität des Journalismus im Auge haben, nämlich gemeinsam freie Journalisten, Payroll-Journalisten und Herausgeber? Ich darf, nachdem die Rollenverteilung ja hier am Podium relativ klar ist an und für sich und ja auch mir ähnlich einem Bühnenstück sozusagen auch diese Rolle auch zugedacht wurde, da auch die erfüllen, sagen wir es einmal so, und darf auf alles das, was hier gefallen ist, in aller gebotenen Kürze vielleicht Stellung nehmen, antworten und vielleicht auch das eine oder andere beitragen, das möglicherweise auch ein bisschen eine differenzierte Sicht dazu darstellt. Also erstens, Kollege Bauer, ich glaube, und es sind nicht nur böse Unternehmen, und ich glaube, das ist auch im Beitrag von der Frau Dr. Zehetner zum Ausdruck gekommen, also möglicherweise gibt es da oder dort Fälle,
wo man darüber mal scharf nachdenken muss, ist jetzt sozusagen, welcher Tatbestand ist erfüllt, und das ist in der Tat, und das will ich ja gerne zugestehen, und das ist ja auch zum Ausdruck gekommen, das ist nicht immer ganz einfach, diese Abgrenzung. Wir haben ja im § 16 Journalistengesetz auch den ständig freien Mitarbeiter, und wie Sie wissen, ist er sozusagen seit dem letzten Kollektivvertrag, und wo also der neu gefasst wurde, und auch im Zuge des Gesamtvertrages ist ja die Zahl der Freien hat ja abgenommen innerhalb sozusagen der Branche und also vor allem innerhalb des Földs sozusagen der Mitgliedsmedien. Und wir haben also heute nur mehr 183 Freie, die sozusagen in Beschäftigung stehen. Selbstverständlich, und es gibt ja eine Reihe von Kriterien, wo zu unterscheiden dann ist jemand frei, ganz frei, also Dienstnehmer, angestellt, dienstfreier Dienstnehmer oder sozusagen ständig freier Dienstnehmer, also ständig freier. Und da ist es also nicht nur sozusagen die Frage, ist das jetzt weisungsgebunden oder nicht, sondern es sind ja auch andere Kriterien, die sozusagen in dem Zusammenhang ausschlaggebend sind. Das ist auch so, und das wurde angesprochen von der Frau Dr. Zehetner, glaube ich, dass die gesetzlichen Vorschriften werden von allen Medienunternehmen verlegerischer Herkunft, also sprich, ich spreche jetzt für jene im Verband österreichischer Zeitungen, sehr ernst genommen. Das sind keine Ängste, also niemand ist ängstlich, aber es wird sehr ernst genommen, auch im Hinblick auf das Lohndumping, es wurde angesprochen, und daher sind alle Fälle nach Einzelfall quasi kasuistisch zu überprüfen und sich anzusehen. Und jetzt kommt ein bisschen und das ist bei Ihnen zum Ausdruck gekommen, jetzt kommt ein bisschen jetzt der springende Punkt. Wenn man halt als Freier nicht wirklich spezialisiert ist und sozusagen eine Expertise liefern kann, dann ist es halt wahrscheinlich heute im Zuge sozusagen oder im Feld der Unternehmen, die auf den Markt drängen, und ebenso Portale und viele andere, die also hier mit journalistischem Content in den Wettbewerb eintreten, nicht ganz einfach sozusagen damit mitzuhalten. 100 Euro für einen Artikel, wenn Sie sich das anschauen, es gibt auf journalismus.com, das ist eine deutsche Plattform, wenn Sie sich das ansehen, einmal die Honorarsätze auf allen Plattformen, die also dort gelistet sind, das sind glaube ich über 500, also nicht nur journalistisch oder nicht nur klassische Medien, angefangen von FAZ, Spiegel bis hin zu österreichischen Plattformen, sondern wirklich viele andere, ist man bei 100 Euro eh relativ gut. Ich will das jetzt gar nicht verteidigen. Ja. Die Realität ist eine sehr viel traurigere, das meine ich. Ja. Also das ist das der Wettbewerb. Wir reden von anfangen von 35 bis 50 Euro, sage ich jetzt einmal, wo also für Artikel bezahlt wird, je nach Artikel, auch unterschiedlich, aber wenn man sich so hochrechnet, ist sozusagen da der Druck ein sehr viel größerer. Ich will jetzt gar nicht das beschönigen oder sagen, das ist sozusagen die Messlatte oder die Richtschnur, an der man sich orientieren soll, das ist nicht der Fall, aber man muss trotzdem ein wenig sozusagen diese Realität auch vor Augen haben und diesen Wettbewerb, in dem sich heute Plattformen und auch journalistische Plattformen, wie sie von unseren Mitgliedsunternehmen betrieben werden, ausgesetzt sehen. Das ist mit ein Thema, und das ist das eine. Und wenn man also sozusagen nicht diese Expertise einbringen kann oder sozusagen ich will das Wort Star jetzt nicht in dem Zusammenhang verwenden, aber es gibt ja sehr viele Freie, die sind Stars glücklich mehr oder weniger und können das also abliefern, dann ist das Leben einfach, das ist mir klar. Ne? Wenn man also sozusagen, schwierig ist immer ganz, also nicht ganz unten, weil dann muss man eh irgendwas anderes machen, sondern in der Mitte. Das ist in allen Berufsbranchen so, dass man sie in der Mitte abstrampeln muss. Nochmal, gibt es immer, und das weiß der Magister Bauer, gibt es immer ein offenes Ohr von unserer Seite grundsätzlich. Und wenn es konkrete Fälle gibt, so sind wir auch immer gerne bereit, dem nachzugehen und sich das anzusehen. Ja, das offene Ohr gibt es tatsächlich. Nur, was ich auch immer wieder höre, ist halt, wir können es gerne abmachen, wir können es unterschreiben, aber wir können unsere Mitglieder nicht zwingen. Was tatsächlich so ist, weil die Rechtssituation in Österreich einfach das nicht erlaubt. Aber vielleicht ein paar Gedanken zu dem, was ich da jetzt gerade noch gehört habe. Zum Thema Gewerbe ist es mir ein wirkliches Anliegen, dass
Thema nochmal zu erklären. Warum ist Journalismus kein Gewerbe? Also ich sage mal, was für mich ein Gewerbe ist. Das ist zum Beispiel mein Schuhmacher, zu dem ich gehe und mir eine Sohle drauf machen lasse oder was auch immer, Schuhkauf. Und wenn der sagt, das kostet 35 Euro, dann schlug ich, sage, das ist aber ziemlich viel. Und er sagt, das kostet aber. Das heißt, da gibt es eine gewisse Preisdurchsetzungsmacht. Probiert das einmal bei euren Verlegern zu sagen, ein Interview, ein ordentliches Interview, 500 Euro, das kostet leider. Wir haben als Freie, und ich bin ja auch Freier, ich bin sowohl angestellt bei Profil und Trend, arbeite aber auch als Freier hast du diese Preisdurchsetzungsmacht nicht, die ein ganz wesentlicher Charakteristikum einer wirklich freien Unternehmerschaft ist. Und das ist natürlich im Interesse, und das muss ich schon auch wieder immer wieder sehen, im Interesse der Unternehmen, dass Journalisten halt dann doch einen Gewerbeschein sich lösen, weil dann sind die Unternehmer nämlich völlig aus dem Schneider und dann haben wir das unternehmerische Risiko vollkommen auf unseren Schultern drauf. Und das ist eine Entwicklung, die ich schon wieder sehe und vor der ich warne. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum ich sage, es ist kein Gewerbe. Es ist ein möglicherweise freier Beruf. Es ist eine freie Tätigkeit. Aber ein Gewerbe, das ist der Installateur, der ein komplettes Werk abliefert. Und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Wir liefern ja kein komplettes Werk ab. Wir liefern einen wunderbaren Artikel ab, der in dem Zeitpunkt, wo er unsere Computer verlässt, ist ein Aufsatz. Damit er an irgendeine Plattform gerät oder in irgendeine Druckmaschine kommt, braucht es eine riesige Infrastruktur. Da braucht es einen Verlag, eine Internetplattform oder einen Rundfunksender, der als großes Unternehmen eine vollkommene Asymmetrie am Arbeitsplatz, am Arbeitsmarkt herstellt. Wir sind als Einzelkämpfer, als Freie, dem großen Unternehmer gegenüber in Wirklichkeit den Preisvorstellungen weitgehend ausgeliefert. Wir haben gar nicht diese Preisdurchsetzungsmacht, während die Nachfragekraft, die die Unternehmer haben, natürlich gerade auf einem Arbeitsmarkt, wie wir ihn jetzt sehen, und ich bin ja Betriebsratsvorsitzender in dem Medium, in dem ich arbeite, ist das einfach wahnsinnig mühsam. Danke für den Hinweis mit den Honoraren, weil die Frage gekommen ist, was tut denn die Gewerkschaft für die Freien? Das war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Durchbruch, den wir da geschafft haben, dass wir die Zeithonorare, die tatsächlich nie bezahlt worden sind oder sehr selten bezahlt worden sind, dass wir die eingerechnet haben. Es ist natürlich der erste Schritt gewesen, weil der zweite Schritt ist dann immer noch, das auch dann noch durchzusetzen. Tatsächlich und danke für den Hinweis, wir sind uns dessen bewusst, tatsächlich ein Bereich, über den wir beide noch reden werden müssen, sind die eingefrorenen Honorare, die es dann nicht mehr, die wir vergessen haben. Ich sage es ganz ehrlich, wo wir nicht so genau hingeschaut haben, da muss man tatsächlich noch was machen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist Gefallenqualität. Wenn ich zum Schuhmacher, ich bleibe beim Schuhmacher als Schuhfetischist gehe und im Schuhgeschäft einen Schuh um 29,90 kaufe und daneben ist ein Schuh um 299,90, dann hat jeder Vollidiot weiß, wo die Qualität ist. Das ist der Schuh, der Rahmen genäht ist, der eine ordentliche Sohle hat, der aus Leder ist, der vernünftig ist. Und diese schlichte Erkenntnis, if you pay peanut, you get monkeys, die hat sich schlicht bei den Zeitungsverlagen kaum herumgesprochen. Da freut man sich, wenn man es noch um 10 Euro billiger kriegt. Und das ist Qualität. Und wir sagen das bei den Kollektivvertragsverhandlungen immer wieder und hören es schon auch als Bekenntnis der Unternehmer. Aber Qualität ist, glaube ich, die einzige Chance, wie wir alle miteinander überleben können, in einem Umfeld, in dem jeder Wahnsinnige mit 140 Anschlägen sich im Internet produzieren kann. Und da haben wir als Profis in dieser Branche eine wirkliche Aufgabe, aber die können wir nur erfüllen, wenn das entsprechend honoriert wird, wenn wir die richtige Zeit dafür haben. Richtig ist, und das ist sicher ein Erfolg, und das hat der Dr. Grünberger auch, glaube ich, durchaus richtig dargestellt, richtig ist, dass die Verlage das schon auch ernst nehmen über weite Strecken, was wir gemeinsam ausmachen. Also, dass die Zahl der Freien, dieser schlampigen Freien, wirklich zurückgegangen ist, das kann ich bestätigen. Was ich aber nicht bestätigen kann, ist, dass dieses Thema schon gelöst ist. Die gibt es nach wie vor. Und das ist natürlich, ich habe es in meinem kurzen Einleitungsstatement in der Früh gesagt, das ist schon auch ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, sehr intensiv, dass es eben diese verschiedenen Gruppierungen von Freien gibt, nämlich diejenigen, die in der Nähe eines Verlages arbeiten. Und da stimmt es schon, da wollen die meisten tatsächlich angestellt werden.
Und es gibt auch die Freien, und auch das muss man zur Kenntnis nehmen, die nicht einmal im Entferntesten daran denken, hier in ein Anstellungsverhältnis zu gehen, weil sie sagen, meine Freiheit ist mir das wert, ich will es tatsächlich. Ideal ist natürlich die Mischform, wo man sagt, ich habe eine Basis als in einem Anstellungsverhältnis, wo ich meine Kosten einmal decken kann zu einem gewissen Grad, und dann eine journalistische oder eine berufsmäßige Freiheit, wo ich auch ein bisschen über die Zeit noch verfügen kann, die mir zur Verfügung steht. Aber diese ganz freien, ich glaube, dass auch das eine wesentliche Aufgabe von uns sein wird, hier Honorarrichtlinien einmal nicht nur zu verhandeln, sondern auch deren Durchsetzung zu versuchen. Eine ganz wesentliche Rolle dabei werden die Betriebsräte spielen, weil natürlich haben die Betriebsräte auch die Aufgabe zu schauen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal nach welchen Verhältnissen sie angestellt oder mitarbeiten, dass die vernünftig behandelt werden. Und ich glaube, und das ist sicher etwas, was die Gewerkschaft tun wird in Zukunft verstärkt. Ich habe gerade vorhin mit der Judith darüber geredet. Da werden wir natürlich auf die Betriebsrätinnen und Betriebsräte einwirken, zu sagen, schaut, dass auch eure Freien ordentlich honoriert werden. Denn letztlich fällt es auf uns alle zurück, wenn je größer dieser Abstand ist und je billiger ich den Artikel vom Freien kriege, umso größer wird ja natürlich auch die Herausforderung für Unternehmer zu sagen, dann weichen wir auch aus, wenn es vielleicht an der Grenze der Legalität ist, wenn dieser Reward, den ich bekomme, möglicherweise auch für den Rechtsbruch, und das ist jetzt gar nichts Böses, sondern das ist in der Ökonomie auch durchaus beschrieben, je größer der Reward, je größer der, die Belohnung ist, wenn ich einen Rechtsbruch begehe, umso eher wird er dann auch begangen. Also das ist eine vollkommen normale Verhaltensweise. Gibt es vielleicht am Podium noch jemanden, der... Ja, im Zuge unserer Prüfungen, damals dieser großen Zeitungsverlage, ist uns auch aufgefallen, so eine sehr interessante Karriereverlauf. Man beginnt offensichtlich oder hat damals begonnen als Praktikant, Volontär. Dann ist man irgendwann einmal, hat man einen Werkvertrag bekommen, war dann eine Zeit lang auf Werkvertragsbasis tätig. Wenn man dann recht gut war, ist man offensichtlich dann freier Dienstnehmer geworden, hat einen freien Dienstvertrag bekommen. Das Interessante war dann auch, der Vertragstext war völlig ident zum Werkvertrag. Es war nur die Überschrift eine andere. Und wenn man dann wirklich sehr gut war, wenn man dann auch schon eine gewisse Führungsaufgabe gehabt hat und eigentlich mehr Freiheit gehabt hat wie alle anderen, dann ist man Dienstnehmer geworden. Das ist doch eigentlich nicht unbedingt das Bild, das wir von Selbstständigen haben. Ich glaube nicht nur in der Wiener Gebietskrankenkasse. Das ist, wie gesagt, ein sehr interessanter Karriereverlauf aus meiner Sicht. Bei der Beurteilung, ob jemand selbstständig oder als Dienstnehmer, freier Dienstnehmer tätig ist, kommt es natürlich auf die tatsächliche Gestaltung der Arbeit an. Das ist sicher auch das Problem. Es kommt nicht darauf an, wie ein Vertrag bezeichnet wird. Es kommt auch nicht auf den reinen Willen an der einzelnen Person. Also selbst wenn jemand sagt, ich will nur aufgrund eines Werkvertrags tätig sein, aber übt die Tätigkeit dann wie ein Dienstnehmer oder freier Dienstnehmer aus, so zählt dieser Wille alleine nicht, sondern man muss immer auf die tatsächliche, die reale Situation Bedacht nehmen. Das ist sicher auch ein gewisses Problem. Auch ein gewisses Problem scheint mir darin zu bestehen, dass oft das Journalistengesetz ja nur diese Angestellten kennt und auf der anderen Seite diese ständig freien Mitarbeiter, diese zwei Gruppen, die anderen wären dann eben die Selbstständigen, während das ASVG zwar auch abstellt auf Dienstnehmer und freie Dienstnehmer, GSVG dann natürlich die Selbstständigen, aber dieser ständig freie Mitarbeiter, wie er im Journalistengesetz in § 16 definiert ist, differiert vom Begriff des freien Dienstnehmers im ASVG. Er stellt da nicht so auf ständig ab. Ich meine, man wird im Ergebnis in den meisten Fällen zum selben Resultat kommen, aber muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem bei den beiden Gesetzen. Ja, danke für diese erste Runde vom Podium. Ich möchte hiermit die Diskussion an Sie und an euch eröffnen und
Frage daher, wer hat eine Frage an eines der Podiumsmitglieder? Ja, hallo, Astrid Kufner vom Österreichischen Journalist. Ich bin hier irgendwie in einer Doppelrolle. Zum einen berichte ich, zum anderen bin ich selber freie Journalistin, freie. Ich hätte eine Frage an den Herrn Grünberger, weil das die Perspektive ist, die ich am allerwenigsten kenne, nämlich die Perspektive des FÖZ bzw. seiner Mitgliedsunternehmen. Es wurde, glaube ich, schon herausgearbeitet, dass da ständig freier Mitarbeiter so, ich sage jetzt mal, ein bisschen in der Luft hängt. Was ist denn die Rückmeldung von Ihren Mitgliederunternehmen? Wo hakt, wer welchen Tarif bekommt, macht das irgendwelche Schwierigkeiten? Denn ich könnte mir vorstellen, dass der neue Tarif, in den dieses Zeithonorar, das nicht bezahlt wurde, schon hineingenommen wurde, dass das eigentlich eine größere Übersichtlichkeit schafft und dass es einfacher ist zu sagen, das ist ein Mitarbeiter, der ist nicht ganz dicht an uns dran, der macht regelmäßig was bei uns, dem bezahlen wir das und das ist ein Mitarbeiter, den haben wir angestellt, der macht auch regelmäßig und immer was bei uns und muss auch machen, was wir ihm sagen und dem müssen wir anders bezahlen. Das würde doch eigentlich recht übersichtliche Verhältnisse schaffen. Also wie ist die Rückmeldung, was ist das Problem bei der Umsetzung, Durchsetzung, gibt es da Rückmeldungen aus den Mitgliedsunternehmen? Also zum Ersten, der österreichische Journalist ist nicht Mitglied des FÖZ, also das sei mal nur angemerkt zu Ihrer Information. Das Zweite, ich glaube, und das ist ja angesprochen worden jetzt auch zuletzt, ne? Und es sind gar keine Probleme jetzt unmittelbar, die bei unseren Mitgliedsunternehmen stattfinden, sondern vielmehr halt die Fragen sozusagen auch des Journalisten, des jeweiligen Karrierewegs beziehungsweise der Überlegung, wie jemand arbeiten möchte. Und ich meine, der Karriereverlauf, wie er dargestellt wurde, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jahre aus, sage ich jetzt einmal. Das ist wahrscheinlich heute kein klassischer Fall mehr. Ja, klar, vor 20 Jahren war das so, dass sich die Karriere so entwickelt hat, weil oftmals, und das muss man dazu ja auch sagen, und ich nehme an, der Magister Bauer wird dem durchaus beipflichten können, natürlich Journalismus nicht etwas ist, was zwingend auf der Uni gelernt werden kann, wenngleich es natürlich Angebote gibt auf den Universitäten, Publizistik oder auch Fachhochschulen, wo so etwas unterrichtet wird. Meistens sind aber oft wirklich gute Journalisten diejenigen, die das Handwerk von der Pike auf lernen und dann sozusagen diese Karriere vom Aspiranten angefangen halt durchlaufen und dann irgendwann einmal, das hat jetzt nicht zwingend etwas mit der Frage Anstellung oder nicht zu tun, aber sozusagen in das Geschäft oder in den Beruf hineinwachsen im Prinzip. So. Ein Punkt, auf den möchte ich noch zu sprechen kommen, ist natürlich auch diese Verhältnismäßigkeit. Also jetzt bitte ich schon auch ein bisschen sozusagen da die Größenordnungen heute insofern zu sehen. Wir haben in Zeiten wie diesen, wo also durch die Digitalisierung und viele andere Entwicklungen eine Vielzahl an Medienangeboten, Kanälen sozusagen sich etabliert, in Zeiten wie diesen in den letzten Jahren in den österreichischen Medienunternehmen verlegerischer Herkunft, so wie sie im FÖZ versammelt sind, einen Zuwachs gehabt an Journalisten und kaufmännischen Mitarbeitern. Im Einvernehmen mit der Gewerkschaft, mit den Kollektivvertragsverhandlungen und den Kollektivverträgen, die wir neu ausgehandelt haben, haben dazu geführt, dass in der Realität mehr Menschen, also sprich Frauen und Männer, beschäftigt wurden und auch mehr sozusagen in die Anstellung gekommen sind. Das sind also nicht nur Freie, sondern auch Onliner gewesen und vieles andere mehr. Also ich glaube, das ist schon, und das muss man glaube ich durchaus auch sehen, wenn man das einmal in eine Verhältnismäßigkeit bringt, dass das auch ein wenig auch anzurechnen ist. Aktuell kann ich also von keinen unmittelbaren großen Problemen berichten in dem Zusammenhang. Ich glaube auch, dass, und das meine ich jetzt wirklich, man sich oft beim einen oder anderen Verlagshaus wird das vielleicht häufiger auftreten, ein Problem, weil es möglicherweise eine gewisse Praxis dort gibt. Ja,
da ist auch durchaus sozusagen die Bitte da, dass im Dialog, wenn so etwas auffällig wird, dass man so etwas löst. Aber in der Regel gibt es da und dort Einzelfälle, wo man sagt, okay, da gibt es möglicherweise aus der Vergangenheit das eine oder andere, was zu lösen ist. Aber das ist, glaube ich, nichts, was in Wahrheit eine gewisse, wie soll man sagen, eine lineare Entwicklung darstellt in Wahrheit. Also das sind Einzelfälle, das mag durchaus sein, das kann ich auch sozusagen, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber das ist nichts, was wenn man sagt, das ist über ganz Österreich von klein bis großer Verlag, das ist, glaube ich, das kann man so nicht einordnen. Alexia, du wolltest replizieren? Ja. Ich wollte Sie jetzt auch einfach nochmal direkt ansprechen. Die Praxis ist, dass keine der Tageszeitungen diesen Tarif zahlt. Die Praxis ist, dass Kollegen, also ich habe das heute aus einer Tageszeitung gehört, dann hören, fragt bitte nicht mehr nach, weil wir sind von oben angewiesen, euch dann gar keine Aufträge mehr zu erteilen. Es muss doch auch im Interesse des FÖT sein, ein Verhandlungsergebnis, das mit der Gewerkschaft da ist, auch umzusetzen. Und das sind für uns keine Peanuts. Ob ich für 1.000 Zeichen 25 Euro bekomme oder 35 Euro, macht bei einem 4.000 Zeichen Artikel 40 Euro aus. Das ist über das Monat gerechnet wirklich viel, viel Geld. Und das wäre für viele Kollegen, die eben nicht wie ich auch noch eine Anstellung haben, einfach wirklich existenzsichernd, sodass diese Leute aus dem Prekariat rauskommen, zumal ja die Qualität der Artikel, ob das jetzt ein festangestellter Journalist schreibt oder ein freier schreibt, da ist ja dann im Ergebnis der Zeitung kein Unterschied erkennbar. Und da ist ein Riesenungleichgewicht da. Das heißt, ich würde Sie wirklich bitten, konkret zu sagen, woran es hakt, dass das ausgezahlt wird. Ich darf Sie bitten, die Fälle konkret zu benennen. Immer zu sagen, es gibt Fälle, nochmal, mag sein. Ja, ich kann das nicht bewerten. Ja, also nennen Sie die Fälle, Namen, Zahlen, Fakten, dann kann man das beurteilen und dann kann man auch sozusagen mit den jeweiligen Häusern den Kontakt aufnehmen und sagen, es sind diese und dieser Fall ist sozusagen gemeldet worden. Nochmal, ist ja relativ einfach in Wahrheit. Also das freut mich schon zu hören und wir haben ja relativ bald unsere Kollektivvertragsrunde, die Tarifrunde, und wir werden das jetzt mal machen, wir werden uns wirklich die Verlage anschauen, wir werden alle Tageszeitungen, und das ist ein Versprechen, das ich hier jetzt mal abgebe, wir werden die Betriebsrätinnen und Betriebsräte sämtlicher Tageszeitungen anschreiben, wir werden die Kolleginnen und Kollegen einmal erst ersuchen, für sich diesem Thema zu widmen und uns Rückmeldungen zu geben, wo tatsächlich die kollektivvertraglich vereinbarten Honorarsätze nicht bezahlt werden. Und es wird mir eine Freude sein, wenn ich Ihnen zu dieser Kollektivvertragsrunde nichts sagen kann. Ich befürchte, dass mir diese Freude nicht zuteil wird. Bitte um weitere Fragen aus dem Publikum. Wer ist zuständig, die Definition des ständig freien Mitarbeiters nach § 16 so zu gestalten, dass es praxisnah ist? Wer muss sich da bewegen? Bei wem muss man sich da melden? Wie kann man es schaffen, das stärker an die journalistische Realität in diesem Land anzupassen? Also dass wir alle vom Gleichen reden. Darf ich das Mikrofon gleich nehmen? Da empfehle ich den Kontakt zu uns. Wir schauen uns das sehr, sehr gerne an. Werden auch sehr gerne mit den jeweiligen Unternehmern den Kontakt aufnehmen. Werden auch sehr gerne die zuständigen Betriebsrätinnen und Betriebsräte einbinden. Das ist aber etwas, wo wir ein bisschen auch eine Bringschuld sehen, weil wir ja nicht in jedem Verlag und in jeder Redaktion drinnen sitzen. Wer sitzt natürlich drinnen? Also in jeder Redaktion sitzt irgendein Gewerkschaftsvertrauensmann, eine Gewerkschaftsvertrauensfrau. In jeder Redaktion, in den Tageszeitungen zumindest, gibt es Betriebsrätinnen, Betriebsräte. Und die erste Anlaufstelle bei all diesen Fragen sind immer wir. Wir kümmern uns darum, wir schreiben die Unternehmen an, wir machen das wirklich ganz gerne und wir machen das auch nicht böse. Also wir sind ja keine Todfeinde mit dem FÖTS, wir sind nur sehr oft nicht der gleichen Meinung. Aber es wird mir auch da eine Freude sein, wenn wir die Fälle gesammelt haben und wenn wir dann ein gemeinsames Problemfeld sehen, das gemeinsam mit dem FÖTS zu lösen. Die Sozialpartner, die bisweilen Sozialgegner sind, die sind ja, also ich sage ja, ich werbe ja für die Gewerkschaft immer, auch bei meinen Sozialpartnern.
die mir seit 30, also ich bin, was hier vor Ihnen sitzt, ist der erfolgloseste Gewerkschafter dieses Landes, weil ich immer wieder, und ich sage das bei vielen Veranstaltungen, so oft, ich bin das seit 25 Jahren, verhandle ich Kollektivverträge und ich höre seit mindestens 20 Jahren, dass ich dabei bin, diese Branche zu ruinieren, was mir bis heute nicht gelungen ist, trotz intensiver Bemühungen. Das heißt, was wir wirklich versuchen, ist sehr oft gemeinsame Lösungen zu finden. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es ja immer noch Instanzen, die auch in diesem Kollektivvertrag vorgesehen sind, die diese Dinge klären. Aber wichtig ist einmal der Appell, sagt es uns und wir kümmern uns wirklich gerne drum. Also wir vertreten jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Dutzend Mitglieder, sehr erfolgreich auch auf Rechtsschutzbasis. Und das ist ein ganz klassischer Fall, wo man sich an uns wenden sollte und sagen, das ist mein Vertrag. Wo sagt es denn ihr, gehöre ich hin? Das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man zum Unternehmen geht oder ich schlage dann auch trotzdem den Betriebsrat vor, zum Betriebsrat geht und sagt, hilf mir doch bitte. Der Betriebsrat ist in der Tat formal nicht zuständig. Ich zum Beispiel bin Betriebsrat und kümmere mich sehr wohl um meine Freien, die auch mitwählen dürfen übrigens. Das ist übrigens auch gar nicht so unmöglich, die auch bei den Betriebsratswahlen mitwählen. Und ich habe meiner Personalchefin, die gemeint hat, sie wird die Betriebsratswahl dann anfechten, gesagt, das ist gar kein Problem, du kannst sie gerne anfechten. Und dann werden wir mal schauen, welche von den Freien, die da mitwählen, dann eigentlich angestellt gehören. Und ich bin vor 1,5 Jahren gewählt, neu, und diese 1,5 Jahre sind verstrichen und ich habe noch keinen Einspruch bekommen, abgesehen davon ist die Frist schon vorbei. Also es gibt, wenn man es will, kann man alle diese Dinge lösen und man trifft immer wieder auch auf das durchaus überraschende Verständnis der Unternehmer, aber wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht machen. Und das heißt, der Appell an alle, die hier sitzen, und sehr viele sind auch schon gegangen, es waren ja viel mehr tagsüber da, sagt es auch den anderen weiter, wenn es Probleme gibt. Wir kümmern uns wirklich gerne drum und wirklich erfolgreich. Und es ist in vielen Fällen möglich, gemeinsam mit dem Fötzer noch Lösungen zu finden. Und wenn es nicht gemeinsam mit dem Fötzer ist, dann muss man halt drum streiten. Und da habe ich gar kein Problem und keiner von uns hat ein Problem. Haben wir noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, grüß Sie. Mein Name ist Sonja Burger. Ich habe mich auf eine Nische gestürzt. Ich bin Wissenschaftsjournalistin. Was sich im Endeffekt dann nachher doch bezahlt macht, ja, weil man, es ist zwar ein kleines Feld, aber man kriegt da gewisse Expertise drinnen. Was ich habe keine Frage, aber was ich mir unheimlich wünschen würde, ganz ehrlich, wäre, dass wir endlich von diesem Denken, auch diesem Leidens, allein das ist Wort, ich kriege schon, boah, mir stellt sich die Nackenhaare auf, ja, wir sind keine Leidens, wir leiden nicht, wir haben das Geschenk, dass wir von dem, vom, Entschuldigung, wenn so ist, ist es ja gut, aber es gibt auch Leidensgenossen. Schreiben leben können, ja. Wir können davon schreiben, es macht Spaß, es ist schön, es ist ein spannender Job und, Entschuldigung, und ich würde es mir echt mehr wünschen und auch, dass die Kollegen echt sich selber an der Nase nehmen würden und sich selber mehr als Unternehmer auch sehen würden und sich sagen, ich habe die Chance, ich versuche es, alles, was ich herausholen kann, unternehmerisch zu denken, ich baue mir meine Marke auf, ja? Ich suche mir vielleicht noch ein zweites, ich unterrichte vielleicht zusätzlich noch, warum nicht journalistisch unterrichten, etc. etc. Es ist toll, was sich tut, schon mit der Gewerkschaft und dass sich da alles, dass sich was bewegt und das sehe ich, sehe ich seit ein paar Jahren mit echt, ich freue mich drüber, dass sich da was tut. Vielen Dank an alle, die da an vorderster Front dabei sind, aber auch wirklich weg, bitte weg von dem Wort Leid und Leidensgenossen. Wir sind frei und wenn jemand das überhaupt, ich kenne genug, die, dass wenn die das überhaupt nicht der Blasen, sage ich jetzt einmal so. Ja, also wenn es Ihnen überhaupt nicht passt, dann gehen Sie eh in ein Angestelltenverhältnis wieder rein. Dann gehen Sie in die PR zum Beispiel. Man hat immer noch die Wahl. Ja, aber wenn man frei ist, man kann auch stolze Freie sein und sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden. Und es wäre aber dann auch super, wenn die andere Seite dann das wertschätzend natürlich finanziell hat auch vergütet. Mehr. Gut, danke. Ja, danke für die Wortmeldung. Nein, danke auch für die Wortmeldung und ich finde es ja auch, dass das ein toller Beruf ist und ich wollte das von klein auf schon werden.
Das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier wirklich Problemfelder gibt und dass gerade, was die Honorare betrifft, also da sehen wir schon noch ein weites Feld. Und wenn ich aber jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen strahlend hineinkomme und sage, es geht uns so super und klasse, dass wir da arbeiten dürfen und was ist dieses Jahr der Heizungszuschlag, dann ist das auch falsch. Ich darf vielleicht da anschließen, weil mir das sehr gut gefallen hat, was Sie gesagt haben. Ich glaube, und das ist das, was ich versucht habe, in meiner ersten Wortmeldung anzubringen, es geht um diese Spezialisierung. Und natürlich gibt es in gewissen Themengebieten etc. auch eine Nachfrage. Wissenschaft ist so eines, sicherlich auch Gesundheit und anderes, wo auch höhere Honorarsätze gezahlt werden. Ja, also ich sage jetzt einmal, Nein, nochmal, ich rede jetzt nicht von... Das ist klar. Aber ich rede jetzt da nicht zwingend sozusagen, ich rede von wirklichen von Medienpublika, die nicht zwingend im Tageszeitungsbereich sind, ja, also, sondern wirklich auch von Spezialmedien etc., die auch, wo auch sozusagen wirklich auch andere Honorarsätze gezahlt werden. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, zum Beispiel im aktuellen, das ist aus einem Branchenblatt, aus dem Medienmanager, ist gleich auf der Seite 2, wie man aus Fehlern lernt, eine Sonja Tautermann zum Beispiel, die also hier auch ihre Geschichte erzählt und durchaus auch zum Beispiel erzählt, wie sie sich eben spezialisiert hat und hier auch in verschiedenen Bereichen sozusagen sich, ähnlich wie Sie es gesagt haben, als Unternehmerin fühlt und auch sozusagen hier ihren Karriereweg gemacht hat. Ich finde das zum Beispiel also zu einem Beispiel wirklich ganz toll und ja, ich darf es Ihnen vielleicht geben, wenn Sie es nicht gesehen haben, Herr Magister Bauer, es gibt auch wirklich tolle Beispiele. Schon entdeckt worden bin, muss ich doch die Kritik noch anbringen. Es ist vorher die Rede gewesen vom Gewerbe, ja, und dass das Gewerbe, dass der Journalismus deshalb kein Gewerbe sei, weil man den Preis nicht durchsetzen könne oder weil es Experten gäbe, wo man sich nicht vertreten lassen kann. Das ist aber nicht das Zentrale, warum Journalismus kein Gewerbe ist, sondern das Zentrale, warum Journalismus kein Gewerbe ist, dass es jeder ausüben darf. Es gibt keine Prüfung, es gibt keine Meisterprüfung, es gibt keine Kommission, die mir vorschreibt, ob ich Journalist sein darf oder nicht. Und das ist das Zentrale, warum Journalismus kein Gewerbe ist. Es geht um die Demokratie, es geht um freie Meinungsäußerung in letzter Instanz. Und das wollte ich nur anbringen, weil nicht, dass das so daherkommt, dass das nur mit Preis und nur mit Experten und was auch immer zu tun hat, sondern es geht hier um ein demokratisches Grundrecht und Gewerbe würde eben das Ganze einschränken. Alexia? Ja, ich würde der Kollegin, die sich als Unternehmerin sieht, gerne noch was antworten. Also ich sehe mich nicht als Unternehmerin, ich sehe mich als gerne Schreiberin. Und ich wäre niemals in diese Laufbahn hineingekommen, nur frei zu schreiben, wenn ich nicht meine Tochter bekommen hätte, die ich über alles liebe, aber die es mir wirklich in dem Job, in dem ich damals war, unmöglich gemacht hat, Vollzeit weiterzuarbeiten, was dann erwartet worden wäre. Und ich glaube, dass es gerade Frauen vielen so geht und dass das schon auch ein Thema ist, wie man in die freie Mitarbeit also hineinrutscht. Es gibt die nach dem Studium oder während des Studiums anfangen und sich einmal freuen und dann sind vielleicht auch 30, 40 Euro ganz in Ordnung. Ja. Wenn man aber schon viele Jahre im Betrieb sozusagen als Angestellte drinnen war, mit einem durchaus sehr respektablen Gehalt, dann ist der Absturz natürlich tief und dann kann man das auch nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt diese Honorare einfach dann so niedrig ausfallen und die Arbeit ja nicht eine andere geworden ist. War es dann, weil ich selber in der Situation nicht bin, weil ich noch keine Kinder habe, ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist nur meine Frage umgekehrt, wäre es Ihnen dann, ist das quasi wenn man die Krot schlucken muss, dass man freier ist, oder wären Sie lieber, hat die Redaktion das nicht ermöglicht, dass Sie mit Kind dort arbeiten können? War das so unflexibel dort?
Weil dann muss ich sagen, okay, was ist mit der Redaktion? Ja, weil das ist wieder ein anderes Thema, dass ich Frauen mit Kindern nicht die Flexibilität bieten kann, dass sie dort arbeiten. Weil dann sind sie in einer unfreiwilligen, selbstfreien Tätigkeit drinnen, die sie natürlich nicht glücklich machen kann, das ist klar. Es geht aber vielen so. Es geht wirklich vielen so. Es ist wenn jeder weiß, was Tageszeitungsjournalismus ist, ja, da kann man halt nicht, wenn man zum Beispiel in der Innenpolitik ist, abreißen um drei, weil ich das Kind aus dem Kindergarten abholen muss. Das geht nicht. Wenn ich jetzt das Glück habe, zwei Omas in Wien zu haben oder Tanten oder was auch immer, die das machen, gut. Wenn ich das Pech habe, dass ich keine Schwiegermutter und keine Oma und so weiter in der Stadt habe, dann funktioniert das nicht. Oder wenn das Kind krank ist. Und man kann auch die Kollegenschaft nicht auf Dauer belasten und sagen, ich muss schon wieder gehen. Das funktioniert so leider nicht. Ja. Es gibt, vielleicht gäbe es flexiblere Redaktionsmodelle, vielleicht gäbe es eben auch das Modell, dass man für ein, zwei, drei Jahre, so wie ich das jetzt für das Magazin mache, auf Stundenbasis arbeitet und Spezialartikel zuliefert, die ja auch eine Tageszeitung braucht. Man könnte ja Modelle schaffen, wo dann eben für Sonderseiten, für Sonntagsseiten, für also diese nicht ganz aktuellen Tätigkeiten von zum Beispiel Eltern von kleinen Kindern gemacht werden. Wenn es da in den Redaktionen mehr Flexibilität gäbe, wäre das natürlich schön. Ich weiß, dass es auch viele Mütter schaffen, die haben aber, wenn man dann genauer eben hinschaut, entweder Omas oder Nannys, die sie zahlen, das ist dann die Frage, möchte ich jetzt Vollzeit zu einem guten Gehalt zahlen und die Nanny mitzahlen und mein Kind nicht so viel sehen? Also das sind dann natürlich persönliche Entscheidungen. Trotzdem, wie gesagt, ich verstehe den Gap nicht zwischen Angestellten. Die Arbeit ist nicht weniger wert. Ja. Genau. Und ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendwo Statistiken dazu. Es würde mich interessieren, wie viel von den Aufwendungen, die die Zeitungen haben für Mitarbeiter, wie viel Prozent gehen in die Angestelltenhonorare, wie viel Prozent in die freien Honorare, in die wirklich also freien Honorare und wie viel Prozent ist dann der gedruckte Anteil von der Arbeit von Freien und von der Arbeit von Angestellten. Sowas mal zu haben oder zu sehen, das wäre auch ein guter Vergleich. Magister Grünberger, wollen Sie dazu Stellung nehmen? Dazu können wir sagen, also jetzt diese Auswertungen gibt es nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, der Personalkostenblock ist in den Medienunternehmen der größte. Ja, also jetzt für alle in Toto. Da bewegen wir uns zwischen 40% und 45% in Wahrheit. Ja, also das ist schon der größte Kostenblock. Papier ist heute kein Thema mehr, das ist relativ günstig geworden im Prinzip. Logistik und andere Dinge sind auch schon mittlerweile so, dass man dort heruntergefahren ist und das so optimiert hat. Also das ist nicht mehr so dramatisch in Wahrheit. Also da haben wir schon, da sehen wir schon also den größten Kostenfaktor beim Personal. Die Auswertung, wer sozusagen wie viel beiträgt, sage ich ganz offen, würde ich aus einem anderen Zusammenhang nicht zwingend machen wollen, weil es gibt auch sowas wie Presseagenturen etc. Und ich glaube, das schaut dann nicht so gut aus, glaube ich. Also das sage ich aber hier, weil ich weiß, dass ich mich unter Freunden befinde in diesem Zusammenhang, wo also sehr viel auch von Agenturen übernommen wird. Das ist ein Faktum, ja. Eine neue Anmerkung zu Ihrer Aussage, Herr Grünberger. Sie haben vorhin gesagt, die Spezialisten haben die Chance auf ein besseres Honorar. Ich schreibe seit 36 Jahren über ein Spezialthema, habe glücklicherweise Auftraggeber Österreich, Schweiz, Deutschland, bin gut im Geschäft, glaube ich auch, das Thema sehr gut zu beherrschen. Ich bin aber damit konfrontiert, mit E-Mails von den Chefredaktionen, dieses Haus, diese Zeitung, sie müssen sparen, 10% wird das Honorar gekürzt, 20% wird das Honorar gekürzt, nach dem Prinzip, entweder sie tragen das mit oder können sie die weitere Aufträge in die Haare schmieren. So, auf meine Rückfrage, kann denn auch meine Leistung 10% weniger wert werden, 20% höre ich natürlich nicht.
So, fair jetzt, enough wäre das ja. Ich kann nicht zum Biller gehen und sagen, so, ich muss sparen, ich kaufe bei Ihnen ein, aber ich möchte alles um 20% weniger. Da wird der Herr Biller zu mir sagen, Sie haben sind ein bisschen krank. Ne? Also ich habe versucht, dann gegen zu argumentieren, indem ich sage, ja, wenn Sie sparen müssen, dann kaufen Sie bei mir weniger ein, aber meine Leistung, meine Qualität hat nichts mit Ihrem Spargedanken zu tun. Heißt, 2 Seiten, 3 Seiten weniger kaufen, aber ich habe noch immer den Anspruch auf ein ordentliches Honorar, das auch meiner Leistung entspricht. Das große Erwachen, ja, das haben wir gar nicht gedacht. Das ist ein guter Vorschlag. Als Anmerkung. Nein, danke, also ich widerspreche Ihnen da auch nicht. Ich glaube auch, dass da der eine oder andere in der Verlagswelt auch mittlerweile ein bisschen eine differenziertere Sicht bekommen hat in den letzten Jahren. Ja, also ich sage jetzt nicht vor 5 Jahren, da waren alle am Spartrip, das ist gar keine Frage. Und da jetzt sage ich, man kann intelligent sparen und weniger intelligent sparen. Ja, also das heißt, also mit dem Rasenmäher darüber zu gehen, ist möglicherweise die weniger intelligente Variante. Also man kann sich möglicherweise auch überlegen, wie man sozusagen in Einzelbereichen möglicherweise dort über Synergien oder andere Dinge sozusagen zu Einsparungen kommt, die, das muss man auch klar sagen, in einer Entwicklung, wie wir sie sehen, auch notwendig sind. Ja, jetzt kann man sagen, es gibt in den Verlagsunternehmen über Jahrzehnte hat sich da viel Speck angesammelt und das ist die goldenen Zeiten und was immer so alles, da sind Dinge geschaffen worden, die heute nicht mehr sozusagen aufrechterhalten werden können. Aber ich sage jetzt einmal, wenn eine Leistung hat ja einen gewissen Wert, ne? Also so wie sie es gesagt haben. Ja? Und wenn ich sozusagen diese Leistung abrufe, muss ich auch bereit sein sozusagen oder muss mir auch klar sein, dass das diesen Preis hat, wenn es der Markt hergibt. Wenn es der Markt nicht hergibt, okay, dann ist das ein anderes Thema. Aber ich kann mir vorstellen, so wie Sie das beschrieben haben, wenn Sie auf einem Thema spezialisiert sind und das im deutschsprachigen Raum abliefern, dann wird das auch diese Nachfrage finden im Prinzip. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube und bin mir relativ sicher auch aus dem Gespräch mit sehr vielen Verlegern in Österreich, dass sehr viele erkennen, dass das Sparen bis Ende nie, das funktioniert nicht, weil irgendwann einmal spürst du es im Produkt am Ende des Tages. Und wenn ich, und das ist ja auch angesprochen worden, wenn ich mich irgendwann einmal von dem, was alles sonst an Dingen, ich sage es jetzt einmal wertfrei, publiziert wird, ja, also das heißt sowohl, also egal auf Print oder auf Online etc., muss ich irgendwann einmal dieses Differenzierungsmerkmal sozusagen haben, weil sonst, und das ist die Branche, für die ich spreche oder für die Gruppe, für die ich spreche, nämlich die Kauftageszeitungen und Kaufmedien im Prinzip, wird der Konsument, der Leser nicht mehr bereit sein, das Geld zu investieren oder das Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Also dass die Verleger, die im FÖZ versammelt sind, sehen das ja auch. Ja? Das heißt, weil was unterscheidet mich von dem Produkt, ich sage es jetzt auch wertfrei, das in der U-Bahn-Station herumliegt, von dem, was sozusagen sonst publiziert wird. Und da brauche ich natürlich schon irgendwie sozusagen erkennbar den Unterschied. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es substituierbar. Und da hilft das Sparen am Ende des Tages nicht. Da bin ich bei Ihnen. Ich hätte dann die Schlussrunde in umgekehrter Reihenfolge gern gestartet für ein Schlussstatement von den Podiumsteilnehmern und würde gerne mit Herrn Magister Grünberger beginnen. Viele Kollegen und Kolleginnen erzählen aus ihrer Erfahrung von der einen oder anderen Zeitung oder dem einen oder anderen Magazin. Franz C. Bauer glaubt vorwegzunehmen, wie diese Umfrage, die zeitnah gestartet werden soll, ausgehen kann. Gesetzt im Fall, sie geht so aus, wie wir befürchten, wie wäre Ihre Reaktion? Hätten Sie ein schlechtes Gewissen, stellvertretend? Würden Sie den Mitgliedern eine Kopfwäsche verpassen?
der Verband österreichischer Zeitungen und ich persönlich, wir sind weder der Arbeitsinspektor noch der Zuchtmeister unserer Verleger, ja, sondern wir sind die Interessensvertretung, die aber auch gleichzeitig durchaus Interesse hat, dass faire Standards und fairer Wettbewerb herrscht im Prinzip. Und dafür machen wir uns stark. Nochmal, ich glaube, und der Magister Bauer wird es doch hoffentlich bestätigen können, wir sind doch, und das nehme ich für mich als persönlich in Anspruch, und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren beim Verband Österreichischer Zeitungen, wir sind, glaube ich, ein fairer Partner, was diese Dinge anlangt. Und man kann mit uns, wenn man uns Fälle sozusagen nennt, darlegt etc., sich über alles unterhalten. Und mein Gott, dass es zu einem Austausch von Positionen kommt und dass es Argumente für das eine und das andere gibt, das ist natürlich. Schämen muss ich mich, glaube ich, dazu zwingend nicht, weil jetzt muss man schon sagen, in Summe, also da geht es jetzt nicht nur um Journalisten, sondern in Summe ist das, was der Verband Österreichischer Zeitungen mit seinen Mitgliedern an Beschäftigung schafft, sind es, und das ist durch das IHS festgestellt, 16.000 Arbeitsplätze in Österreich. Und ich glaube, das ist durchaus ein respektabler Wert im Prinzip. Und dazu stehen wir. Und uns ist es wichtig, Menschen in Beschäftigung zu halten. Wenn da und dort sozusagen Mitarbeiter freigesetzt werden, tut das ja niemand gerne oder freiwillig etc., sondern das ist ja oft auch sozusagen dieser ökonomischen Vernunft oder auch sozusagen der Entwicklung geschuldet. Also was ich damit sagen möchte, wenn also diese Fälle auf den Tisch kommen, wird man sich das ansehen, wird man auch Kontakt mit den Mitgliedsunternehmen, die betroffen sind, aufnehmen, wird sagen, Schatz, was ist dieser und jener Fall etc. und wird sich das im Detail ansehen und wir werden uns ins Benehmen setzen. Das ist relativ einfach. Ja, ich möchte Ihnen vor allem einmal danken für den Hinweis. Wir werden das wirklich gleich am Montag rausschicken. Judith, wo ist die Judith? Da? Schickt mir am Montag sofort an die Betriebsräte. Bin wahnsinnig gespannt. Also ich lebe in einer etwas anderen Welt. Die Magazine, also wir könnten, und das muss man schon noch sagen, wir könnten zu den Beträgen, die ich selber aushandle, wahrscheinlich keine vernünftigen Beiträge bekommen. Wir zahlen als Magazine üblicherweise deutlich drüber. Daher ist das also ein weiterer Hinweis, wie heterogen diese Branche ist. Wir werden uns das einmal sehr genau anschauen, werden die Erhebung gleich am Montag starten. Bin sehr, sehr gespannt, was rauskommt. Ich glaube, wir können, was wir sehen, ist, dass wir wirklich viel tun können für die Freien. Was wir sehen können, ist, dass wir vor allem, was die Vernetzung betrifft, Freie mit Angestellten, da sind wir genau die richtige Plattform und da sind wir absolut zielgruppengerecht und da können wir was bewegen, allerdings nur dann, wenn wir es wissen. Und daher der Appell, wenn es irgendwo Missstände gibt, ganz einfach bei uns anrufen, wie Judith, mich, wen auch immer, Michael Lohmeier sitzt da, Zentralbetriebsrat, Obmann der Styria. Jeder von uns kümmert sich gern um die Anliegen und wir werden gerade diesem Hinweis sehr aufmerksam nachgehen. Alexia, was nimmst du mit aus dem heutigen Freitag? Ich nehme doch ein bisschen die Hoffnung mit, dass sich jetzt was tun wird und dass man sich gemeinsam der Sache annimmt, dass das sozusagen die Freien draußen nicht lauter Einzelkämpfer sind, die sich dann in Begegnungen sagen, ich habe es auch nicht bekommen, hast du es auch nicht bekommen, sondern dass da jetzt eine Plattform ist, die sich einfach auch dessen annimmt. Und ich möchte insgesamt für die Initiative heute hier danken, weil ich glaube, dass es auch für viele Freie einfach ein gutes Signal ist, dass sie nicht nur Gewerkschaftsmitglied sind, wie das ja schon lange möglich ist, sondern dass die Gewerkschaft auch wirklich etwas für sie tut. Danke. Ja, ich hoffe, dass bei den Prüfungen, die wir durchführen, auch die Finanz durchführt, es zu keinen großen Umqualifikationen kommt, sondern dass festgestellt wird, dass alles in Ordnung ist. Hinsichtlich natürlich der Honorare der Selbstständigen, diesbezüglich können wir natürlich nicht sagen, wünschen wir natürlich für jeden Selbstständigen, dass er möglichst hohe Honorare bekommt. Danke, damit und stellvertretend für das Podium darf ich mich auch noch von Ihnen und euch verabschieden. Es war, glaube ich, ein sehr bereichender Tag heute. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.